Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe unserer Knowledge Nuggets aus dem Bereich der Sportpsychologie. Ich möchte euch heute einen kurzen Einblick in das Gebiet der Entspannungstechniken geben. Definiert wird Entspannung als ein vorübergehendes, bewusstes Zurückziehen von jeglicher Aktivität. Dadurch kann Energie auf körperlichem, mentalem und emotionalem Gebiet gewonnen werden. Entspannung ist ein lebenswichtiges Prinzip. Am Beispiel der Muskulatur kann man das sehr schön verdeutlichen, denn sie funktioniert nur durch das Prinzip Anspannung, Entspannung. Auch unsere Psyche braucht nach einer stressigen Phase immer eine Zeit der Erholung. Dabei muss aber beachtet werden, dass zu lange Phasen der Passivität ebenso schädlich sind wie zu lange Phasen der Belastung. Warum müssen wir uns entspannen? Was bringt uns die Entspannung? Bei Stress werden Energien mobilisiert, um bei Problemen mit Flucht, Angriff oder Todstellen zu reagieren. Anschließende Erholungsphasen dienen dazu, das psychophysiologische System, also den Körper und den Geist, zu regenerieren. Das Problem der modernen Zivilisation sind die Leistungs- und Lebensgewohnheiten. Ständige Aktionsfähigkeit wird gefordert und auch erbracht, ohne dass die verbrauchten Energien erneuert werden. Das Prinzip der Überbelastung kann durch dieses Schaubild verdeutlicht werden. Durch zu wenig Erholung kann es leicht zur Überbelastung kommen. Das kennen wir zum Beispiel aus dem Sport. Zu viel Training führt zu Übertraining. Dadurch sinkt die Leistung. Auch die Psyche kann überbelastet werden. Das kann unter anderem auch zum sogenannten Burnout führen. Eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung ist für eine optimale Leistungsfähigkeit sehr wichtig. Nun möchte ich auf die Arten der Entspannungsmethoden eingehen. Man kann die Entspannungsmethoden in zwei große Gruppen einteilen. Zum einen die Alltagsentspannungsmethoden, zum anderen die wissenschaftlich fundierten Entspannungsmethoden, die meist durch Therapeuten oder Lehrer vorgegeben werden. Zu den Alltagsentspannungsmethoden gehören unter anderem Schlafen, zum Beispiel vor sich hindösen, Mittagsschlaf oder Ausschlafen, Musik hören, um zur Ruhe oder auf andere Gedanken zu kommen, anhaltende und gleichmäßige Belastung wie Skilaufen, Radfahren oder Schwimmen, meditieren und beten, sich mit Freunden unterhalten, sowie spielen, tanzen und singen. Die Voraussetzung dafür, dass die Alltagsentspannungsmethoden eine Wirksamkeit zeigen, ist eine gewisse Regelmäßigkeit und die rechtzeitige und häufige Anwendung. Trotzdem tritt die Wirksamkeit nicht immer ein. Alltagsdrogen wie Alkohol und Zigaretten können auch eine entspannende Wirkung auf den Menschen haben. Sie gehören aber zu den Entspannungsmethoden, auf die verzichtet werden sollte. Zu den wissenschaftlich fundierten Entspannungsverfahren gehören die Hypnose, das autogene Training, das mediative Verfahren, das imaginative Verfahren, die progressive Muskelentspannung, das Biofeedback und weitere, die noch nicht wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit überprüft wurden. Die Effekte von Entspannung sind sehr vielfältig. Unter anderem kann der Muskeltonus vermindert werden, positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System sowie die Atemtätigkeit können herbeigeführt werden. Die Hautleitfähigkeit wird verringert, die Gehirndurchblutung kann verbessert werden, es kann eine mentale Frische herbeigeführt werden, was wiederum zu einer verbesserten Konzentration führen kann. Gelassenheit und eine Stärkung der Selbstbestimmung kann ebenso ein Effekt sein wie eine vertiefte Innenschau und eine Verringerung von Angstzuständen. Außerdem kann durch Entspannungsmethoden ein veränderter Umgang mit Schmerzen herbeigeführt werden. Zusammengefasst kann man folgende Wirkungen durch Entspannung erzielen: Verbesserung von Eigenkompetenz und Selbstkontrolle, Beruhigung und Spannungsausgleich. Entspannung hat positive Einflüsse auf die psychosomatische Selbstregulation, steigert das Wohlbefinden und kann die Bewusstseinslage verändern. Die regelmäßige und beständige Anwendung aller Methoden ruft ähnliche Wirkungen beim einzelnen Menschen hervor, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität und Nachhaltigkeit. Zu den bekanntesten Entspannungstechniken gehören das autogene Training und die progressive Muskelentspannung.
Diese Methoden möchte ich im Folgenden kurz vorstellen. Progressive Relaxation oder auch progressives Muskelentspannungstraining definieren sich dadurch, dass sich die Entspannung progressiv über die Muskeln in die Tiefe des Organismus und im ganzen Menschen ausbreitet. Diese Technik wird zur Selbsthilfe und als therapeutische Maßnahme angewendet und hilft bei Verspannung, Angst, Stress und vegetativ bedingter Unruhe. Mehr Ruhe und Gelassenheit sind die Folge. Der Alltag lässt sich besser meistern, die Gesundheit wird stabiler und die Lebensqualität nimmt zu. Die grundlegenden Prinzipien für die Anwendung der Relaxationstechnik sind ein möglichst ruhiges Verhalten, also am besten gar keine Bewegung, damit der Muskeltonus abgebaut werden kann. Man sollte sich eine reizarme und ruhige Umgebung suchen und sich auf Ruhe und Entspannung einstellen. Die Hauptziele des progressiven Muskelentspannungstrainings sind die Erreichung eines Zustandes tiefer Entspannung in immer kürzerer Zeit und übermäßige Spannung in stresserzeugenden Situationen kontrollieren zu können. Wie funktioniert das genau? 16 verschiedene Muskelgruppen werden nacheinander für kurze Zeit, ca. 5 bis 7 Sekunden, angespannt und dann wieder entspannt. Dabei ist jeweils auf das dabei empfundene Gefühl zu achten. Die Gesamtdauer des Trainings sollte zwischen 20 und 30 Minuten liegen. Kommen wir nun zum autogenen Training. Alle externen Reize wie Geräusche und helles Licht sollten für die Durchführung des autogenen Trainings ausgeschaltet werden. Eine passive Konzentration ist die Grundlage für die Entspannungsmethode. Sie ist im Gegensatz zu der aktiven Konzentration eine weniger erzwungene Konzentration. Wie wird das autogene Training angewendet? Es werden entspannungsinduzierende Formeln mehrfach vorgesagt und es soll versucht werden, einen psychischen Kontakt zu dem Körperteil aufzubauen, auf den sich der Satz bezieht. Zum Beispiel, ich fühle mich ausgeglichen, mein rechter Arm ist schwer, mein rechter Arm ist schwer, ich fühle mich ausgeglichen. Vorsagen und anschließendes mehrfaches Nachsprechen soll die Worte verinnerlichen. Eine Übung wird dabei für ca. 30 Sekunden vorgesagt und verinnerlicht und anschließend für 30 bis 45 Sekunden von den Teilnehmern nachempfunden. Durch das autogene Training kann man lernen, den Körper und die Psyche zu entspannen, um zum Beispiel Stress zu reduzieren, Ängste abzubauen, Schmerzen zu lindern und körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu steigern. Was kann man nun zusammengefasst über die Entspannungsmethoden sagen? Es gibt zahlreiche Entspannungsmethoden, die unterschiedlich angewendet werden, aber ähnliche Wirkung zeigen. So kann jeder für sich die passende Methode finden. Progressive Muskelentspannung und autogenes Training sind zwei der bekanntesten und in der Therapie häufig angewendete Entspannungstechniken. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in die Entspannungsmethoden geben und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.